So, übertragen läuft hoffentlich. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Marc hier, mal wieder, seit neuestem. Ja, an meiner Seite begrüße ich, nachdem wir es endlich nach Monaten mal hingekriegt haben, zusammen zu kommentieren, Colin aka Aimbot. Guten Abend. Moin in die Runde. Schönen guten Abend. Kurze Entschuldigung meinerseits, ich bin ein bisschen angeschlagen. Also, bitte einfach überhören. Ja, bei mir auch noch den Husten so ein bisschen. So, ich sehe, es ist nass. Ein Sehr nass. Vollregen. Ja, Ja, wobei, wirklich zu nass. hier sind zwei auf Inters mit F-Kill und Basti. Aktuell. Ja, quatschen wir mal kurz über die Strecke, während die Jungs sich noch entscheiden, wie sie und wann sie rausfahren wollen. Machen wir gerne. Strategie. Fangen wir mal damit an. Es gibt eigentlich nur eine logische. Wenn Ja, trocken. dies Soft Medium, ne? Ja, Oder Medium was, Soft, je nachdem. ja, ich wollte gerade fragen, was hältst du von andersrum? Ja, kommt drauf an, jetzt dadurch, dass halt ein Regenquali ist und ich mal sehr stark davon ausgehe, dass das auch so bleiben wird, bin ich der Meinung, dass jetzt im Rennen wahrscheinlich Medium Soft besser wäre, weil du einfach mehr Möglichkeiten hast. Klar wäre es blöd, wenn früher Safety Car oder so kommt, aber wenn du die Möglichkeit hast, wäre das, glaube ich, die bessere Variante als andersrum. Weil du kannst hier den Soft als auch die Medium eigentlich immer durch die Hälfte des Rennens ziehen, weil das Soft halt kaum abbaut, beziehungsweise nicht so langsam wird. So, jetzt habe ich auch wieder Sound. Ich habe irgendwie keinen Sound. So. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, ansonsten schreibt's. Ich habe gar keinen Sound, fällt mir mal auf. Kommt am Rennen halt der Sound. Quali brauche ich den Ja, nicht. zur Not einmal in Start und wenn die Audios gehen, dann da kam es bei mir eben auch. Ansonsten hier Underdog ist schon DNF. Das ging schnell. Der erste. Ja, aber man sieht immer noch einige auf Inters, einige auf Wets, also so ganz schlüssig sind sie sich nicht. Aber wenn ich mir das hier so angucke, ist das eigentlich mehr Wett als Inter. Aber auch am Anfang, wo man sich direkt noch dann abtropft. So. So. Ja, Schlüsselstellen. Die S's sind, glaube ich, so ein Thema für eine gute Rundenzeit hier jetzt, auch gerade wo Yukio fährt, die letzten zwei, drei Kurven. Was empfiehlst du jetzt gerade jetzt im Regen? Oh, Ja, Yukio ist. gut, hat Art Schlimmeres verhindert. Ja. Was sie dann, also was sollst du sagen? Ja, was rätst du den Leuten jetzt? Ich meine, wie ich eben sagte, Schlüsselstellen, die S's, dann rausbeschleunigen aus der letzten Ecke raus. Dann die Haarnadel, wenn man sie Haarnadel nennen will. Was sollen sie deiner Meinung nach tun? Würde jetzt erstmal probieren, auf die Strecke ein bisschen klar zu kommen. Nur ein, zwei Ründchen drehen. Ja, und probieren immer mehr reinzukommen. Ist ja im Regen oftmals so, dass man mit mehr Sprit auf jeden Fall losfährt, um drei, vier, fünf Runden direkt hintereinander zu fahren, weil du kommst einfach besser rein nach einer Zeit im Regen und weißt dann auch irgendwann, wann du vielleicht beschleunigen kannst, ohne dich zu drehen. Du musst ja auch meiner Meinung nach im Regen ganz anders schalten als im Trockenen. Da dauert das ein Ja. bisschen, um reinzukommen. Das stimmt, Basti hat es jetzt schon ungültig gemacht. Ich bin jetzt bei Masi, hat jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5, Kurve 6 nicht optimal angefahren. Aber ich, wie du sagst, die müssen jetzt erstmal die Bremspunkte neu lernen. Weil die meisten, oder ich weiß nicht, hattet ihr im Trainingsrennen jetzt irgendwann die Tage, wo Regen drin war? Wo ich mitgefahren bin, gar nicht, was mich auch eigentlich gewundert hat, aber war eigentlich schön, weil ich finde, England ist eine Strecke, die muss man trocken fahren, weil die einfach wirklich Spaß macht. Also meine Lieblingsstrecke, also vom Fahren her. Ja, was sagst du jetzt vor allem? Du bist ja auch von Controller auf Lenkrad umgestiegen und jetzt gerade Silverstone macht mit Lenkrad tausendmal mehr Spaß. Ja, Spaß halt schon. Also muss man schon sagen, ja, ich hatte ja mal damals ein Lenkrad, aber ja. Da habe ich es noch nicht so wahrgenommen, aber ja, ist halt schon schön. So nach links, rechts, so ganz einfach ohne auf dem Pad.
die Finger nach links und rechts zu bewegen. Ne? 42-0, ich glaube, das war nur zum Warmwerden. Da wird noch Unglaublich. mehr kommen. Bin mal gespannt, So. was die Intermediumfahrer mit Basti und Efkel fahren können. Ja, ich bin mal bei Bonek, der ist der erste Inter, glaube ich, der kommt. Jo, Nee, der wird bei wir mir haben auch jetzt Freunde. sogar angezeigt. Bei mir ist es Super. Inter. Oder habe ich was falsch eingegeben, Ah, oder? jetzt ist Bonnie bei mir auf den Inters, okay. Naja. Aber nach Anzeigen. Ja, 39,6 steht da aktuell. Was könnte man sonst im Trockenen für Zeiten erwarten in Liga 2? Also, ich 26er sind schon drin, weiß, glaube ja, ich. also ich bin Proberennen gefahren. Also, wenn trocken wäre, hätte ich auf jeden Fall einen Pole-Kandidaten gehabt. Mit Robert Geis. Also, der ist im Quali da eine 26,4. Meine ich war das gefahren. Was übel krass war. Ich glaube, Leon und ich, die da mitgefahren sind, ich bin da eine Einser gefahren und Leon eine Dreier. Oder Leon hat die weggeworfen, aber wäre eine Dreier geworden. Auf jeden Fall 26-4er war schon krass. Also, das wäre in Liga 1 schon ganz oder relativ Das weit ist oben gewesen. weit vorne gewesen, ja. Ja. Also, wenn er die hinbekommen hätte, hätte ich den auch gerade umgedreht. Im Regen weiß ich nicht, wie es da getan. Das ist die 38-0. Aber ich bin mal gespannt, so was jetzt die WM-Favoriten Oh, Niklas raus. sagen. Ja, und ich wollte es gerade ansprechen, was Weltklasse Basti und Jan eventuell machen. Aber mit Weltklasse sieht es Das leider hat sich jetzt mit Alfa erledigt. Romeo erledigt. Allerdings ist ja Silverstone, wenn dann auch einer mal der Leute reinschreiben könnte, wie es denn mit Wetter wird zum Rennen. Silverstone ist ja nicht gerade eine Strecke, wo man nicht überholen kann. Also da ist noch nichts verloren. Je nachdem auch, wie gesagt, ob Safety Car oder einfach glücklicher Boxenstopp, weil wenn du hier dich verpokerst mit der Box, die übel lang ist, oder wenn du generell hier zwei Stops machst, dann hast du schon verloren, wenn kein Safety Car kommt. Ja, da gebe ich dir recht. So, jetzt würde ich einmal gerne. Das nervt mich, dass ich kein Tor habe. Einmal den Stream teilen bei uns. Ja. Und die Leute hier mal rankommen. Meter im Nacken. Ja, der auf Inters. Also Yukio sollte eigentlich rein und sich andere Reifen holen. Ja, Weil wenn man also sieht, also jetzt die Inters auf jeden Fall. ja, wenn man auch sieht, Meter fährt 37,4 und wurde jetzt im letzten Sektor übelst aufgehalten. Also die Zeit ist schon lange gekommen. Bonek, schnellster zweiter Sektor, aber da weiß man ja nie, ob das so ganz stimmt. Aus diversen Quellen erzählt, dass es im Rennen trocken ist, dass man nicht im Chat geschrieben wurde. Nee, noch nicht. Wir haben ein trockenes Rennen. Okay. Das heißt auch zwei Immerhin Reifen weiter wenig alle. Spannung, ja. Ja. Und auf die 6. Das ist ein Mercedes, der da kommt. Das muss dann die Anne Johannes Outlap. Ja, es ist Auch sehr verhalten. eigentlich hier im Quali eine riesen Zeitstelle. Die erste ist entweder, wenn du perfekt triffst, gewinnst du da viel, oder Ja, wenn ja. du eine S-Kurve nicht kriegst, dann hast du eigentlich schon verloren mit Also, den anderen. ich sag sogar, in den S's verlierst du es eigentlich nur in der letzten rechts. Weil du Ja. kannst alle davor geil nehmen, wenn der Anbremspunkt der letzten nicht sitzt, da ist es weg. Ja, dann verliert er den ganzen Dampf schon.
gerade. Ja. Ich bin noch mal schneller. 7,9, aber Metas Zeit da vorne, die ist bis jetzt unangefochten. Nochmal schneller. Und ich druck sie nochmal. Sehr stark. Bonnek jetzt als nächstes für den SS. Unser Co-Kommentator ist fast nicht zu hören. Ist also ziemlich leise. Ich kann mal gucken. Soll ich irgendwas einstellen? Oder hörst du mich? Ich höre dich wunderbar. Was sagt Norman? Vielleicht habe ich einfach leise gesprochen oder so. Das kann sein, aber wie gesagt, ich höre dich wunderbar. Dann probiere ich mal mein Glück etwas lauter vielleicht. Ja. So, Jan mit der ersten Zeit mit 37. Da ist der Ton. Wichtig. Ah, dann müsste man dich jetzt auch vielleicht besser hören. Exotics SGE. Also dein Name, schau mal, Kuss. Schau mal, Kuss. Wegen dem SGE. Ja. Die ja morgen spielen, ne? Ja. Also habe ich Bock. Letzten 20 Minuten nach unserem Rennen zu gucken. Währenddessen Masi 3,2 Sekunden schneller ist. Da bestimmt noch was findet, allein weil er jetzt auf den Wets seine schnelle Zeit gefahren ist. Ja, aber allein mit den 3,2 Sekunden kratzt er an der 38er. Ja. Und das wäre trotzdem noch mal schneller. Boah. Der ist also am Fliegen. Und das meinte ich auch am Anfang mit dem, dass man reinkommt. Masi 37,4. Je länger man fährt, desto besser man reinkommt. Auch sieht man jetzt auf der vierten Runde gefahren und trotzdem schneller. Und jetzt muss man ja aufpassen, weil viele hinterher fahren. Jan auch noch gerade in den Estes am Schnellfahren. Wenn ich das mal brauche. Ja, vier Zehntel. Vier Zehntel. Im Moment auf die 2 oder 3, das könnte eng werden, aber ich glaube noch eher auf der 3. Ich gehe eher, also ne, Max Verstappen ist auf. Also ich gehe bei Bonek, der kommt erstmal noch. Ja, nicht besser. Also ich glaube, es ist jetzt auch langsam Zeit, sich nochmal den letzten Intersatz zu holen. Und dann auf die 2. 37,3, aber es fehlt eine ganze Sekunde zum Meter. Also, so, Meter sitzt keine mehr hinten dran, der ist 2 Sekunden langsamer. Ich denke mal, da geht das auch rein. Ich denke mal, alle, die jetzt nicht oder noch nicht mehr fahren, die gehen jetzt rein. Geist kommt, 3 Sekunden Basti schneller. Basti auf die 2, nur 3 Zehntel hinter Meter. Ja, und Robert Geist hat es ungültig gemacht. Schade, was wäre es denn gewesen? Er zieht die Runde auf jeden Fall durch. Oh. Und das wäre, weißt du, 31. Ja, das wäre eine 3 gewesen. Ja. Natürlich Alfa Romeo Sympathisant hier. Ja, Masi kommt. Der wird Jan auf jeden Fall schlagen. 36,6. Reicht noch nicht für Basti, aber ey, bin mal gespannt, ob Meta nochmal die Zeit toppen kann und ob Basti danach gehen kann. Der jetzt gerade nochmal 2 Zehntel schneller ist. Ja, ich gehe erst auf Verstappen, der 2,5 Sekunden schneller ist. Auch auf den Kurs. Ja, hier fällt jeder Inter jetzt. Ja, ja. Ja, also noch nicht Zeit auf Inters. Fünf. Und dann kommt Jan. Jan bricht ab. Ja, das ja. Ist der nächste. Ein bisschen schneller. Oh, hat 2 Zehntel verloren. Ah, wirklich, je nachdem. Ah, eine Runde sind seine Inters. Ich glaube, er kann theoretisch durchfahren jetzt einfach. Hat auch noch relativ viel mehr ist. Braucht gar nicht rein. Fährt aber rein. Ich glaube, man fährt gerade noch mal fest. Robert. Juki hat ungültig. Robert Reis. Mit 3,5 schneller. Das ist auch Jan Verstappen Giftkillen. Mal gucken, was wäre es gerade geworden? Weil die letzte Ecke war sehr gut. Oh, die sieht gut aus. Boah. Oh, das ist die. Noch nicht Pole. Platz 1. Noch nicht, nein. Ja, Kevin Evo. Nicht Pole.
Ja, im Chat wird auch geschrieben, Regen wird schwächer. Sieht man auch an den Zeiten so langsam. Und der nächste ist Verstappen, weil Yuki es davor ungültig gemacht hat. Ja, sind aber nur Eine halbe Sekunde. jetzt halbe Sekunde. Aber immerhin damit auf die 5 stand jetzt. Wieder. Ja, aber da hat man gesehen, da kickt Traktionskontrolle mittel mal Ja. richtig rein. Ja. Das ist wirklich. Das siehst du auch allein schon am Schalten. Also, Ja, aber ich könnte das gar nicht so. nee, also ich erinnere mich an 20er-Spiel, da hat die nie so geregelt. Nie. Also, das ist in dem Spiel echt schlimm geworden. Aber naja, wir haben es ja bald hinter uns. Das Neue ist ja Oh, schon gekommen. währenddessen Geist gerade auf einer 35er-Zeit unterwegs. Geist auf 35, ja. Ja, knapp. Ganz ja 1000 sogar drüber, aber vielleicht findet er ja noch 2000 hier im letzten. Ich glaube aber in der Runde zuvor war der letzte hier die letzten Kurvenpass, also zu perfekt. Ja, Oh und ja, da jetzt hat musste er er voll, ja. aufmachen. Oh ja. Ja. Ja, dann macht er jetzt noch eine Cooldown-Runde, noch Müsste einmal eine sparen. Cooldown machen, ja. Ja. So, Du Meta Meter nee, jetzt, ja. kommt der aus. Wenn Evo ist langsamer gewesen. Und Freundin ist. Was ist mit FG? Ja, hat sich fast weggespinnt. Weil gerade fährt keiner auf jeden Fall auf Doch, schnell. Yu-Gi-Oh! Ah ne, ist Ah. ungültig. FK trotzdem drei Zettel schneller, obwohl er Robert, Geist dabei raus! gegangen ist. Oh. Geist ist raus. In der Ecke, ja, dann. Boah. Ja, ist bitter, weil ja, ich glaube, Ja, Meter wird Meta er kommt. schaffen. Ja, Ja, Meta kommt. also schon schneller. Guck nur gerade, ob einer davor irgendwie fährt. Der Kevin Evo ist dahinter. Ne, wir bleiben bei Sebastian Meta. setzt auf jeden Fall nur eine Runde. Ja, Jan auch. Meter Genauso wie Masi. könnte zwei schaffen, oder Meter Ja, wahrscheinlich auch. ich schaff das safe. Gehen wir mal in der Onboard durch die SS mit, wie er sie nimmt. Ja, da war der eine Punkt Ja, nicht so war nicht perfekt, optimal. aber war auch nicht schlecht. Aber hinten Weil raus direkt war noch dann okay. jetzt den Schwung mit, ja. Oh, der ist aber Halbe weit. Sekunde. Na gut, Halbe Sekunde. Track Evo, weil weniger Regen kriegt, hat der ist auch nochmal dick Ja. rein. Weil das siehst du, wie weniger Regen jetzt geworden ist. Ich hoffe, Masi da vorne hält jetzt nicht auf, beziehungsweise. Ist das Masi? Ja, das ist Masi. Nach einer starken Runde im sechsten Gang hier, Meter. Boah, das ist ein super Hat Zeit. die 35,4. Bitter für Geist leider sein, dass er DNF gegangen ist, wenn die Strecke noch so viel besser wird. Basti und Masi So, hintereinander. Gehirnfreunde, das wird nur die Runde. Die Zeit ist jetzt durch, quer Oh, gestanden. Jan hat's ungültig gemacht. Das ist bitter. Gehirnfreunde auf die 5. Yukio ebenfalls ungültig, das heißt, da kommt nichts. Verstappen auch ungültig. Dann ist der nächste. Na, wo ist er? Da, Lecwonek. Und die ersten vier sind alle hintereinander. Meta, mal, Basti. Oh, und Meta ist raus. Und Bonek, ja, hat die letzte Ecke auch nicht gut erwischt, ist nur Siebter. Jan zieht wenigstens durch, was wäre es denn gewesen? Na gut, da hinten raus jetzt nicht Und der mehr. erste ist jetzt F-Kill. Mit 36,4 anderthalb wäre es gewesen, Sekunden das wäre schneller. Dritter, er hätte Basti geschlagen. Gerade F-Kill auf der 3, wegen anderthalb Sekunden schneller. Ja, ich bin drauf. Und danach kommt dann direkt Basti und dann Masi. Und das war's. Kevin Evo noch, aber der ist gerade langsamer. Und was wäre das von Boah, F-Kill? Hintergeist. 36,2. Jetzt kommt Basti. Basti. Oh, auf die Ah. 3. Und Yukio. Ja, für Yukio. Masi. Ja, Masi. Auf die Auf die 2. 2. Aber Metas Zeit, die war Bombe. Die hat perfekt gesessen. War stark. Eine halbe Sekunde vorne. Meter damit auf der verdienten
sehr verdient, muss man Ja, sagen. also der hat im Regen alles wegdominiert von Anfang an. Ich hätte nur gern gesehen, was jetzt hier Weltklasse und Underdog noch hätten reißen können. Ja, auf jeden Fall. Und Jan nur Zehnter. Eieiei, Was das wird mich wär's ärgern. bei Jan geworden, hast du gesagt? 36,3, wenn ich richtig im Kopf habe, das wäre Ah, P6 jetzt gewesen. sechs. Ja. Aber Naja. das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Meter auf der Pole im AlphaTauri vor Alpine Masi und Robert Geiss auf der 3. Später auch für Yukio, der keine Runde auf den Inters hinbekommen hat. Ja. Aber so kennen wir ihn, ne? So bleibt Jetzt es kommt die ab. Rennpace. Jetzt kommt die Rennpace. Ist auch Metas erste Pole diese Saison. Tatsächlich? Sehe ich gerade, ja. Extra nachgeguckt. Ja, der Leo Leckner wieder mit seinen Infos. Circle of Doom kommt gleich noch. Es wäre cool, wenn man dem Davon abgesehen, irgendwie. Beginn. Ja, kommt jetzt auch ja, die zweite Hälfte der Saison. Wir sind haben ja die ersten sechs Rennen durch. Jetzt kommt ja Naja. Rennen 7 von 12. Mal gucken, wer hier den Auftakt nach der Sommerpause gewinnt. Meta auf jeden Fall gut reingekommen. Bin jetzt mal gespannt, wie die Pace im Trockenen ist bei ihm. Ich kann nur sagen, durch die Proberennen halt, dass Robert Geis eine starke Pace hatte. Jan war konstant. Ja, aber was mich jetzt halt so ein bisschen stutzig macht, ich habe ja im Streamtitel stehen, Dreikampf geht weiter, aber zwei der drei sind ganz hinten. Die müssen da Ja. jetzt durch. Und wie du sagtest, F-Kill wir haben gerade. nur noch sechs Rennen. Ja. Und F-Kill gerade eigentlich dafür mit einer guten Ausgangsposition. Gerade 4 Punkte vor Weltklasse und 6 Punkte vor Jan. Jan mit 83, Weltklasse 85 und F-Kill 89. Und er von der 5. Karten stehen nicht so schlecht. Nee. Aber was trauen wir dem Meter zu? Mein Meter, wir kennen ihn lange genug. Ich habe es zumindest immer so in Erinnerung, dass wenn er vorne war, dass dann auch schnell die Fehler kamen oder die Nervosität oder, also wie gesagt, nichts Persönliches oder so. Aber das ist halt immer das, was ich so mitgekriegt habe, wenn er mal vorne war. Und ich hoffe es dann einfach mal, dass er es ins Ziel bringt. Ansonsten. Nein, dafür. Ja, ich würde halt nur mal gern sehen, jetzt, was die Leute für Reifen auswählen, aber ich kann es nicht. Ah, doch. Achso, ja, also Meter gerade auf den harten. Ich denke mal, das ist ein kleines Spielchen oder er Also macht so, weil Hart. manchmal kennen wir auch. Meter ist ja auch einer, der mal andere Strategien als andere nehmen. Ein Fuchs dafür. Aber auf den harten hier weiß ich jetzt nicht. Wir sind jetzt nur zwei auf Ems mit Jan und Underdog. Ja, ist halt jetzt die Frage, wenn du jetzt auf Medium startest, dann musst du halt hoffen, dass eigentlich so kein Safety Car kommt, vielleicht so eine Runde ja, 7, 8, 9. Weil dann kommst du mit den Mediums durch, wenn du von Soft auf Medium wechselst, aber also mit dem Soft wird es dann schon eng. Bin ich mal gespannt. Bleib mal jetzt so lange So, drauf, Jan ob sich hat da noch noch was ändert. geändert. Jan hat geändert. Also Meta sollte dringend von den Harten da vorne weg. Ah, ich Da kriege ich immer bleib mal Bammel drauf für den so ein Late paar Bird. Sekunden. Ja. Auch Underdog noch auf die Mediums, ich aber hasse, ich ich. hasse es auch immer bei unseren Spielchen. Wenn wir da in Ja. der Stadt, das ist schlimm. Also eine Sekunde vorher siehst du noch Er so. ist auf M Ja, Meta gegangen. ist noch. Ja. Aber Der jetzt einzige zwei vorne. Leute mit Meta und Underdog auf den Mediums und die anderen alle auf Softs. So, gucken wir mal. Ja, so ist es auch. Das heißt jetzt auch für Masi, er wird den schlechteren Start haben. Das heißt, da müssen Temperaturen rein, und zwar ohne Ende. Meter meinst du, nicht Masi? Hab ich mal, ja, ich meine Meter. Habe ich Masi gesagt? Ja, gut. Das Übliche bei mir. Ja, liegt an der Krankheit. Liegt an der Krankheit. Ja, also du hast das Safety Car angesprochen. Frühes Safety Car ist also so ein ganz frühes, meine ich jetzt. Hier so Runde 2 bis 4, keine Ahnung, ist glaube ich noch zu früh, oder? Ja, also da will ich ja noch draußen bleiben. Davon, wie gesagt, weil die Soften halten ja eh schon lange hier. Also die sind offen mit den Mediums noch. Können mit den Mediums noch auf lange Distanz mithalten.
Also Ich ich glaube würde aber, schon sagen, dass der Medium ist aber an sich, glaube ich, nicht sehr viel langsamer als der Soft, oder? ja, eine halbe Sekunde, glaube ich. Weil du hast Weniger. ja eine halbe Sekunde. Du hast ja halt nicht so viele langsame Kurven, wo du raus beschleunigen musst. Es sind halt viele schnelle und viel geradeaus. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ein Meter es schafft, dann da irgendwie vorne zu bleiben, dann hat er hinten raus mit dem Soft, wenn nicht ein blödes Safety Car. Also ich habe echt gute Karten. Musst halt probieren, irgendwie einfach im Train drin zu bleiben. Ja. Was auch relativ möglich ist von der 1, weil wenn dann vielleicht die erste Runde überlebt, auf der 1 zu bleiben, vielleicht dann auch wechseln kann, kann ja sein. Aber dann muss er nur 2 Runden dranbleiben und dann ist ja das DRS schon da, eigentlich ja nur eine. Fast. Man muss das nur über die Runden bringen, während sich Yuki halt gedreht hat. Ah ja. Macht er denn Daniel? Macht er clever. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Bin mal gespannt, wie dann so der Start jetzt hier abläuft, wer am besten wegbekommt. Wer auch die besten Karten jetzt hat. Wie findest du es eigentlich, dass man im neuen Spiel selbst zur Startbox fahren kann? Ja, ist jetzt die Frage, ob er selber auch rein oder nur davor, das weiß ich jetzt noch nicht ganz, weil bin mal gespannt, wie das dann auch abläuft, ob man dann auch so eine Strafe kriegt, wenn man zu weit drüber ist, aber Nee, 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 dann kannst du, stehst du, wirst du weiter zurückgesetzt. So, 5 roten Ampeln, Großbritannien, Liga 2, auf geht's! Boah, Meter ist schlecht gekommen. Wie befürchtet, Masi schon vorne weg. mal gucken, erste Kurve aufpassen, kommen alle sehr clean durch, Eigentlich keine alle. Berührung. Ja, alles gesittet. Ja, so groß am Start hat sich nichts verändert. Nee, alle Bonek clean. hat Das zwei Yuki. Positionen gewonnen. Gehen vorne 2 verloren. Jan ist geblieben. Yuki 2 F-Kill. nach unten. Ja, F-Kill auf die Ludovic gegen 4. Heute. Ja, aber alles sehr gesittet bis jetzt. Man denkt dann, ne, wir müssen jetzt so ein bisschen aufpassen, wegen zu weit rauskommen in Kops. Ja, gibt es da Als. eine genaue Definition jetzt, wie oft? Ja, Oder. wir haben uns jetzt, weil ich weiß, darauf eingeständigt. Also Patti hat gestern so eine Strichliste gemacht. Ich wollte, jetzt habe ich mir Okay. überlegt, einfach die Mühe nicht machen. Nee, Ich ich gucke jetzt auch einfach nicht. mal, ich gucke jetzt einfach mal, wenn ich irgendwo drauf bin, ob man öfters das beim Fahrer sieht und dann kann Ja. man den ja mal anschreiben und dann mal schicken oder so. Aber wir haben es ja auch nur so geschrieben. Ich habe ein Video von mir, wo ich dann auch nochmal reingeschickt, wie das nicht machen soll. Deswegen denke mal, aber das ist dann, während sie quasi schon wichtig absetzt von Meter und probiert aus der Sekunde rauszukommen. Ja, dann hängt bei Kevin Evo im Getriebe, aber ist dafür auch noch zu weit weg. Ein Geist schnuppert bei Meta. Gelb in Sektor Gelbe 1, Flagge, das ist Yuki. Yukio. Aber kann weiterfahren. Bin Aber mal jetzt aus gespannt, dem ob Train hier. raus. Ja, ist auch das Problem, wenn du hier, glaube ich, einmal raus bist und nicht vielleicht die Pace erfordern hast. Ah, gerade weil auch Weltklasse Jan hier hinten sind. Ja, ist einfach schwer, ist wahrscheinlich dran zu bleiben. Muss jetzt eigentlich schon auf den Safety Car hoffen. Ja, Und dreht sich auf auch gerade seinen wieder. Fall auf jeden Fall. Ja, Yukio, wie er lebt und lebt, ne? Ja. Was schöne Kameraeinstellungen, wie sich alle durch die S-Tresen. Währenddessen vorne Meter wieder eine halbe Sekunde ran, während es am Anfang der Runde war. Ja, hat aber ordentlich weginvestiert schon, hat nur Ja, noch aber 40. Masi auch nur noch 50. Währenddessen Geist dahinter mit 80, so wie F-Kill, Basti mit 70. Und die Helmfolge auch schon über eine Sekunde raus aus dem Train auf Bronek. Da sieht man jetzt also zwei Trains, oder drei,
Ja, aber das kann Jan nicht freuen, weil Jan muss eigentlich gucken, dass er so schnell wie möglich dann vorbeikommt. Ja, Velkas auch nicht, ne? Der will ja auch vorne dranbleiben. Ja. Wobei Jan es schon bei Kevin Ewald rausgeschafft hat. Wiederum das vielleicht sogar besser dann für Velkas ist, dass nicht alle da DRS haben, sondern es einfacher ist, wenn er einmal einen besseren Ausgang gegen Underdog oder so bekommt. So, und Jan macht's. Ist auf der 8 jetzt. Da musste er auch schnell möglich vorbei. Eventuell ein bisschen rein investieren, weil die vorne halten sich wahrscheinlich ein bisschen automatisch auf, weil nicht Clean Air haben. Ja, wenn er Glück hat, 4 Zehntel fehlen dafür. Ja, will es aber nicht reisen, weil der S-Zone vor dem S-Kurven ist. Ich glaube nicht, dass er einen Kopf so viel gewinnt. So, jetzt habe ich mal gesehen, Max Verstappen einmal weit raus. Ja, aber ansonsten auch. Sind alle eigentlich, gut, nach dem Start, erst Runde 1, das ist klar. Ja. Da sind die Reifen noch nicht so ganz da, aber ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie gesagt, ob uns das Training öfters auffällt. Ich denke mal, das wird ja hier bei vielen im Train zu bleiben. Vorne geht's auch ordentlich zur Sache. Oh ja. Basti hält sich da so ein bisschen zurück, ist nicht dumm. Aber irgendwann muss der Move kommen. Ja, vielleicht auch, je nachdem. Du kannst halt auch mit den Soften, du kannst ja lange ziehen, aber wenn du zum Beispiel in so eine 11 oder so reingehst, ist ein Undercut schon krass hier. Ich bin ja letzte Woche, war das ja mein erstes Rennen hier. Ist das ein bisschen spät? Für 11? Nein. Du kannst hier den Soften auf 12, 13 Runden ziehen. Beides 13 Runden. Ja, aber der Undercut ist doch voll, voll krass hier, oder nicht? Ja, das meinte ich ja gerade. Wenn du jetzt in Runde 10 oder so gehst, ja gut, dann lass es 10 sein. Je nachdem, wie lang die hier die ziehen. Weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich werden die viele schon bei vielleicht 55-60% reingehen. So, Jan schafft's nicht ganz. Nee, noch eineinhalb. Abstand, aber gewinnt Zeit nach hinten, ist raus aus der Sekunde nach hinten. Ja, aber Gehirn von Newsonics, der hat 100%. Verwundert mich etwas. Oh, und ja, das habe ich kommen sehen. Verstappen rauscht in Basti rein, in den Esses. Unglücklich. Basti schaden wahrscheinlich. Nee. Da war mehr verletzter Stolz dabei als boah. Boah, jetzt gehen sie. Jungs. Boah, jetzt kommt noch Weltklasse. Oh Gott. Weltklasse aber innen jetzt an Gehirnfeudel vorbei, ja. Verstappen Flügelschaden, glaubst du? Nein, es war Reifen an Reifen. Oh Gott! Es war nur Reifen an Reifen, da ist nichts weiter passiert. Weltklasse jetzt! Boah! In die erste Pro. Oh. Das geht nicht gut, Jungs. Underdog zieht zurück. Wichtig. Ja, hat aber leider dadurch die Position verloren, weil Max Verstappen, glaube ich, ein bisschen was gedrängt hat. Ja, und da kommt er hier. Ja, da ist die Platte weg. Ja, da konnte Gehirn vorne nichts für. Der konnte auch Underdog nichts für. Da hat er den Topic gehabt. Der hat doppelte Boxenstopp, ja. Das Rennen ist auch gelaufen, wenn jetzt kein Safety mehr kommt. Ja. Er hat den Mark gemacht. Ganz klasse. An der Stelle. Positive Weltklasse, jetzt sind nur noch zwei vor ihm. Jan hat auch nach vorne jetzt dadurch. Jan verliert aber gerade ordentlich nach vorne. Ja. 2,2 Sekunden. Hat er nur noch 30%. Ja, das ist aber das, was ich meine hier. Der. So, und Basti jetzt eigentlich mit einem besseren Exit. Ja, sehr guter Ausgang, ja. Aber schlecht durch die erste Saison. Ja, aber investieren, ja. Basti macht er nicht. Vorne Meter vorbei. Masi. Ja, stark. Und ich glaube, Masi hat sich da eben eine Verwarnung abgeholt. Soll ich noch sein? Jetzt mal gucken, ob Meta es schafft, eventuell schon rauszukommen, weil Pace sieht echt sehr strong aus, da haben wir die erste Zeit schon. Das ist doch dann mit der neuesten Schnellsten. Der macht jetzt Jagd auf Jan. Aber hat, haben fast beide gleich viel. So, wir haben von 6 gegen 6 gar nichts. Oh, ich passt auf Basti drauf gefahren. Ja, Williams. Robert Geis ist auch. Robert Geis ist an Masi dran. Aber nee, noch nicht. Danke. Ja, Williams, dieses
die Renntage jetzt sehr dünn besiedelt. Gestern gar keiner da gewesen. Heute durch die Rennsperre von Wendig nur Bonnek dabei. Morgen müssen sie es so köstlich machen. Ja, gestern bei Alpha Formen leider in der letzten Runde gedreht, sonst wäre das Auto Sechster geworden und Panda auf 7 dahinter. Geht's ja noch bei uns um die All-KWM. Also erklären wir mal eins gerade, ne? Bei der ersten links, bei den S's, da ist links dieser Sausage-Curb, ne? Oh ja, da habe ich Erfahrung schon mal mit. Die fahren hier alle gerade drüber und da passiert nichts. Gucke ja, ich den nur schief an, kommt mir das Heck. Ja, also, ich glaube, du darfst halt nicht in der Mitte des Autos drüber fahren oder links vom Auto da sein, sonst bist du weg. Ach so. Nee, Hut ab, dass die Autos alle noch da sind, aber wie gesagt, gucke ich den nur schief an, ist der vorbei. So. Geis will es auf jeden Fall wissen jetzt. Ja, und Verstappen fliegt. Verstappen ist bei Jan schon dran. Und holt sich 3 Sekunden. Das habe ich beim Einlenken schon gesehen, das war ein Ticket zu früh. Und Meta kann sich ein bisschen absetzen. Ja, also wenn er so weitermacht und jetzt gleich vielleicht sogar irgendwann rauskommt, dann und er keine Fehler macht, dann sehe ich keinen, dadurch, dass er am Ende auf die Softs geht. Der so, Weltklasse ist jetzt schon drin. War da ein Flügelwechsel mit bei? Vielleicht bei einer Berührung oder so, es kann sein, aber er ist schon ziemlich früh. Nee, ist kein Frontflügel dabei. Die Hinfahrt ist auf hart gegangen. Hier, ey. Sehr früh, also 20 oder 19. Ja, schaffst du aber auch gut ekelig. Ja, und ich glaube, jetzt wird er noch keine Zeit gewinnen. Und da, boah, gerade auf Masi geschaltet, da ist er über den Körper. Oh, holt sich jetzt noch 3 Sekunden. Ich wäre fast abgeflogen. So, und jetzt muss man mal gleich vorbei. Jetzt auch, ja. Komm, Forza. Na, noch nicht. Oh, jetzt. Oh, jetzt, ja, jetzt. Nein, in die Kurve war der gar nicht. Nein, FK war. Also, Internet. Ja, das war, glaube ich, auch ja, Internet. Da war nix. Da kann Geist nichts für, aber das ist auch schon vorher, weil. Weil bei mir war der ganz weit außen. Als wenn er die Kurve nicht gekriegt hätte. Ja, bei mir war Masi aber auch schon die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterzeichen. Ich hätte gedacht, das wäre mir, aber. War da nicht so. Aber da kann Geist auf keinen Fall was für. Nee. Bonnet gegen Basti und dahinter haben wir dann auch Jan gegen Max. Jan ja wieder ein bisschen auch aufschließen konnte nach vorne. Ja. Ich glaube, Bonnet ist zu weit weg. Max Verstappen hat jetzt, die blinken beide schon. Löst sich das aber auch da vorne ein bisschen auf. Basti jetzt gleich. Na, noch nicht raus aus der Sekunde. Ja, da muss aber jetzt der Exit sitzen. Ja, jetzt ist er raus. Ja, und jetzt hat auch Apple den Windschatten noch von vorne. Was für you? Der vorne nicht. Wird helfen. Oh. Eine Verwarnung für Apple, was die vom Auto frei. Ja, aber er kommt ist nicht aber rein. Ist nicht drin. Ist nicht drin. Oh, oder? Und Robert, nee, oh. Eine Tausendstel. Oh, jetzt fliegen aber die Zeitstrafen. Ja, da holen sie jetzt aber auch gerade alle eine Verwarnung. Was sie auch, glaube ich, eine Verwarnung holen. Oh, jetzt so. Geist auf einen Meter vorbei und F-Kill zieht mit. Ja, Meter soll es einfach geschehen lassen, weil er ist einfach mit den Reifen aktuell im Nachteil. Ja, bald sind sie schon, wenn er auf einigen Uhr, aber. Basti geht rein. Sehr, aber können halt auch die. Ja. Wobei, wir haben schon Runde 8, das ist möglich. Ja, ist Geld. Möglich, ja. Aber das, was halt möglich wäre mit den Soft. So. Ja, klar. Ja, klar. Damit aber wichtig für Jan, Bonnek aus dem DRS raus nach vorne. Ja, aber er hat selbst hinten einen im Nacken, der will. Ja, und auch kein DRS mehr, während Bonnek noch jetzt gerade 50 hat. Ja, und jetzt wird er auch vorbeigehen. Ja, soll es auch, die sollen sich vielleicht gegenseitig ziehen. Hast du das Rennen letzte Woche verfolgt? Weil da war der Neue ja auch schon dabei. Ich hatte überhaupt noch keine Einschätzung von ihm. Verstappt meinst du? Ja. Nee, aber warte mal, ich schau mal in der Doppel-App nach, was er da geworden ist. Er wurde
Neunter mit der schnellsten Runde. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Unfall dabei war. Kann sein. Kann gut sein, dadurch, dass er als Neunter die schnellste Runde hat. So, Efkil wird die Führung übernehmen. Am besten ist es auch für die nicht zu fallen. Boah, macht Geist aber stark. Na, Efkil geht rein. Der hat aber haargenau gebremst. Bonek zieht mit, Jan geht auch. Damit ist Geis unter Druck. Na, da muss ich nicht reingehen, weil der Undercut ist halt zu stark hier und damit. Ja. Denk mal, Meta fällt mir auch noch so bis Runde, ja, vielleicht 14, 15 und dann 11, 12 Runden auf Soft, das wird reichen. Du bist ja immer Setup abhängig, was die Reifen oder was im Reifendruck du fährst, aber. Aber wenn ich so bei 13 oder 12 Runden bin, dann hat man so 65%. Ja, vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Das finde ich endlich noch nicht so schlimm, dadurch, dass, wie gesagt, du nicht irgendwo schnell rausbeschleunigen musst, außer aus ein, zwei Ecken. Wir hatten kurz Gelb und Kurve 2, oder war nichts? Machen wir jetzt Abstand führender, wie Efkil aufholen, aber. Es muss dann eigentlich sein RS noch gut usen, weil das wird ja gleich alles wieder kriegen in der Box. Ja. Aber Efkil verliert gerade Zeit. Ja, er drückt auch drauf. Underdog die nächsten drei, Gehirnfreunde mit den ersten Efkil drei. Efkil kann halt jetzt vielleicht noch nicht so draufdrücken, weil wenn er jetzt alles used, gut im Train kriegst du was wieder, aber wenn er als erster rauskommt, dann wird er usen wahrscheinlich. So, Geist fährt rein. Und Meta fährt logischerweise weiter. Verstappen kommt auch. Und Underdog wird damit erstmal die Führung übernehmen. Jetzt gehen wir mal auf Efkil. Okay, Meta wird bisher. Ja, das ist richtig. Aber Efkil fährt ja gerade virtuell gegen Meta. Gegen Geist, meinst du? Ja, ja. Das meine ich ja gerade. So, Geist fährt jetzt wieder los. Boah, das wird eng. Geist noch nicht an der Linie. Efkil kann jetzt durchbeschleunigen. Geist kann Gas geben. Schafft er. Ja, aber die Reifen sind noch kalt. Ja. Er ist vorn. Hat er gut gemacht, aber Efkil hat auch nichts von seinem RS geused, gar nichts. Also ein bisschen hätte man halt usen können. Aber hat sich die Runde gespart. Ja, und Geist kam gut aus der Ecke raus. Efkil hat auch Basti loswerden können. Und Jan gegen Verstappen ist vorbei. So, ich mache jetzt mal Abstand führender, wie sich das alles so Meter entwickelt. Wartet 28,2. Was verlierst du in der Box? Fahren 30, ne? Aber ungefähr. Je nachdem, langsamer, weil Geist ein bisschen vorne war, also vielleicht 29,5, ja, so roundabout. Klar, die werden jetzt wahrscheinlich nachher 2, 3, 4 Sekunden am Leben vom Meter sein, ja. Aber der wird da so ranschießen, weil das ist für Meter, der Train hat sich aufgelöst, weil Basti ist nicht mehr in der Sekunde von denen da vorne und Bonnek auch nicht mehr fast bei Basti. Wenn die alle so einzeln rumfahren, dann. Das halt schon einfach für ihn. Ja, und jetzt würde jedes Safety Car Meter enorm in die Karten spielen. Ja. Genauso wie Underdog, trotzdem 3 Sekunden. Gehirnfreund fährt, by the way, auf Hard. Sehe ich gerade. Ja, das war ja schon, als er von einer Box war. Der muss ja rein wegen Flügelschaden. Ja, es sind jetzt nur diese einzelnen Zweikämpfe. So, Efkil ist, glaube ich, zu weit weg für den Angriff. Bonek ebenso. Verstappen ist da, fährt auch auf TK Mittel. Dann fährt Kampflinie, aber da wird noch nichts passieren. Naja, auf jeden Fall. Geist und Efkil holen sehr krass auf Meter auf. Ja, sehe ich auch gerade. Also, letzte Runde am Anfang der Ss waren es 28,1. Jetzt sind schon 27,0. Ja, so eine Sekunde holen die ungefähr auf.
Ja, 1-2, 1-3 ungefähr. Ja, aber der Stop von Meta rückt ja auch immer näher und dann kommt er ja mit den frischen ja. Softs. Und wie gesagt, und der hat Train noch hat sich 70%. Halt und da haben wir gelb. Ja, oh, ja. Das ist auch Leon passiert im Trainingsrad. Da gespinnt und dann falsche Richtung. Ich hoffe nur, dass jetzt kein Safety Car kommt. Aber ich glaube, bei einem DSQ passiert das nicht. Nee, er ist ja nicht mehr auf der Strecke. So oder so. Ne, Gameflex auch weg. Ja, schade. Und auch F-Kill und Robert Geis können sich auch weiter von Basti absetzen. 2,3 Sekunden. Na gut, Geis ist halt schnell. Der zieht es halt F-Kill. Die beiden ja. sind aber auch. Also F-Kill ist ja so oder so nicht ohne Grund erster Rad in der WM. Ja, aber wenn ich mir jetzt hier gerade so das Tableau angucke, Weltklasse nur auf der 10, das kann ihn nicht freuen. Jan auch nur auf der 7 und ja. jetzt wird das auch entweder 7 oder 8, weil ich glaube nach vorne wird schwer, nee. Während Bonnek an Basti wieder dran ist. Und Eskil fightet hier ja gerade um den Sieg, weil Robert Geist ja noch die 3 Sekunden im Gepäck hat. Ja, kommt halt noch Meter, aber... Wenn vielleicht F-Kill irgendwie schafft, gleich vor Robert Geis zu kommen und dann ihn im DRS hält, wenn Meta dahinter ist. Sieht das nicht schlecht aus. Also statt jetzt rechne ich auch mit starkem Podium bei F-Kill. Ja, und wenn er so weitermacht. Er muss nur dahinter bleiben, er muss nichts tun. Gut, er könnte halt eventuell mit einem Auge auf Meta gucken, aber... Die holen da halt. Mal gespannt, wie krass Meta gleich aufholt. Ja, also Meta sollte eigentlich diese Runde rein. Diese oder nächste. Wobei ich nächste wahrscheinlich dann schon zu spät finde, bei dem, was sie gerade aufholen. Wird man auch. Okay, ich hab's gesagt, sonst wird's vielleicht sogar noch eng mit Jan, aber Jan ist 33 Sekunden dahinter, das wird er wohl schaffen. Da ist ein F-Kill auch mit ähnlichem ERS-Stand. Ich guck mal die Verwarnung bei den Metern. Ja. Da stehen auch schon zwei. Und ein Schuss. Schau mal bei F-Kill. Der hat auch zwei. Basti einer. Connex zwei. Eine war da von der Minute. Ja. Dann Niklas halt noch, weil der ist ja eigentlich zu weit hinten. F-Kill hat da die 3 Sekunden. Ja. Jetzt bringen Sebastian wieder ins Spiel. Max Verstappen schon bei 9 Sekunden. Ja, da hat Niklas die 3. Gerade noch angesprochen. Nur eine Verwarnung. So, für die Spannung reden wir jetzt auch über Meta, dass wenn der auch noch... Nein. Wie viel hatte Meta? 1 oder 2? 2. 2. Also da ist auch noch eine. Meta ist Zeit, wieder nicht reingekommen. Also, wir haben jetzt gelb. Ach, wieder Yu-Gi-Oh! Und der endlich mal so raus. Jo. Wenn das jetzt ein Safety Car gibt. Nee, da doch, ja, doch da doch. Kommt's. Da ist es. Da kommt's. Und das rettet auch Underdog. Boah. Und Underdog und Meta rettet das jetzt, aber heftig. Vielleicht hat noch Meta spekuliert. Ja, hat er jetzt richtig spekuliert? Kannst du mal Yukio einladen? Ja, bitte. Den Mann würde ich gerne mal hören. So, und Underdog müsste eigentlich dann, auch. Möchtest du das dann noch übernehmen? Ja, Mann. Ich guck gerade Underdog 16 Sekunden vor Robert Geis. Wird eng. Die Frage ist: Gehen die dahinter jetzt auch nochmal auf Soft? Ja, ist halt die vorne schwer. Gehen also, ja, die vorne gehen jetzt nicht. Alle haben noch einen frischen. Ich denke mal, halt alle, die vorne sind, haben halt Angst, wenn sie reingehen, dass sie dahinter. Aber ich glaube, es werden alle reingehen, weil guck dir mal die Abstände an. Jetzt kommen noch rücken noch mal alle nah zusammen. Ja, ich denke mal, da werden jetzt alle reingehen. Ja, ich bin gespannt. Wenn natürlich alle reingehen, hat natürlich Underdog auch
perfekt alles. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt keiner 5 Sekunden. Hallo. Und Geist fährt weiter. Ja, FK drin. Yuki, wir kommen sofort zu dir. Hasti fährt, ja. Donek fährt. Alle fahren rein. Ja, die anderen, es werden alle reinfahren. Oh, dann hat. Dann hatte Robert einen riesen Fehler gemacht jetzt. Ja. Gut, also, wer denn jetzt alle in der Box fahren? Erstmal, hallo Yuki. Hi. Ja, ich hab's im Stream schon gesagt, wie er lebt und lebt. Also no front, ne? Nö, ich hab den Namen, glaube ich, jetzt verdient. Erzähl. Fing ja im Quali schon an. Quali, Regen und ich sind generell keine beste Freunde. Erst recht mit dem muss ich ja noch viel üben. Mhm. Aber da war mir klar, dass ich absolut hinterherfahre mit den Zeiten. Dann dachte ich mir, gut, räumst du das Feld von hinten auf. Dann habe ich mich, ich weiß es nicht, glaube ich Runde 2, 3, eine Kurve 2, vielleicht verbremst, bin hinter Weltklasse reingefahren. Trotzdem zwar kein Flügelschaden, aber hat, glaube ich, trotzdem einen leichten Quersteher gekostet. Dann komme ich zu meinem Spin, was im Curves passiert ist, weil ich übermütig bin, mit dem 7 reingefahren, mit 8 raus, war wahrscheinlich zu viel. Sind Flügel weg. Da war eigentlich schon das ganze Rennen vorbei. Endgültig war, glaube ich, Kurve 5, 6. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wo die alte Box rein war. Ja. Gleich die Traktion verloren. Ja, es ist mir aufgefallen, du tust dich irgendwie doch extremst schwer mit deinen Einstellungen, kann das sein? Ja. Darf ich dich nach deiner Linearität des Gaspedals fragen, was du da für eine Einstellung hast? Weil eventuell dreh die mal hoch. Es hilft. Es hilft wirklich. Dreh die mal hoch. Was ich hochgestellt habe, war die Bremse. Dreh die echt hoch, es hilft, es wirkt Wunder. Vielleicht als Tipp für die nächsten Rennen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es schön, dass du den Schritt gemacht hast. Weil irgendwann, früher oder später, wenn man schneller werden will, muss man diesen Schritt gehen. Die Leidenszeit am Anfang ist schwer, aber da sind wir alle durchgegangen. Ja, du hast jetzt lang und breit erzählt, was alles schiefgegangen ist. Dann haken wir Großbritannien ab. Nächste Woche Saudi. Eine wunderschöne Lenkradstrecke, muss ich sagen. Das weiß ich nicht. Na, du wirst Spaß dran haben. Die schnellen Kurven machen Spaß mit dem Lenkrad. So viel kann ich dir sagen. Ja, du sagst, du hast jetzt noch nichts gefahren. Was kann man dann erwarten? Lenkrad und Challenger noch nie gefahren. Okay, dann fuchst dich da erstmal rein. Ich wollte gerade sagen, da werde ich das mal definitiv üben. So auf Gaspedal dann ein bisschen umstellen. Da werde ich schon mal voraus Danke sagen. Ja, genau. Wie gesagt, vielleicht hilft's ja. Also mir hat's geholfen. Ja. Wie gesagt, vielleicht hilft's dir dann auch. Mal gucken. Also wie gesagt, Challenger, keine Ahnung. Na gut, dann lassen wir uns von dir überraschen. Richtig. So, ich danke dir, dass du da warst. Rennen geht weiter. Ansonsten, jo, danke. Schöne Restwoche. Mach's gut. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil Geist hat, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt die schlechtesten Chancen von allen da vorne, dadurch, dass er auf die Strafe Meter sogar vor ihm rausgekommen. Geist könnte jetzt vielleicht der Matchwinner für Meter sein. Er wird es sein. Er wird es sogar sein. Ja, wir haben vorhin gesehen, Meter konnte halt dran sein. Jetzt bin ich mal auf Geist gespannt, der den Restart komplett verschlafen hat. Aber komplett verhauen hat. Ja, und
Das bringt natürlich jetzt auch nochmal Basti, Bonnek und Jan zurück ins Rennen. Ja, die könnten alle jetzt ins Podium da vorne. Auch Verstappen hat den Restart verpennt. Und Robert schon aus der Sekunde raus. Und Meta kann da vorne jetzt fahren. Bonnek bei 2, Jan bei 2. Aber die sind auch alle bei 2. Ja, da kann jetzt... Meta ja auch bei 2. Zeitstrafen können es ausmachen. Aber wie gesagt, Meta ist schon raus. Ja, da will er doch bleiben. Also eigentlich muss jetzt Robert Geis... Ja, er muss Schadensbegrenzung betreiben. Ja, probieren zu sparen. Selbst wenn Underdog vorbei geht, dann irgendwie probieren dran zu bleiben und mit DRS zu bleiben. Selbst bei einem weiteren... Ja, ja. Oh, und da ist Metas Strafe. Ja, aber bieten mit, glaube ich, auch nicht, weil Sebasti hat er schon... Ich glaube, dass wir da raus haben. Ja, ich wollte nur gerade sagen, selbst ein weiteres Safety Car würde Robert Geis nicht helfen. Nee. Also er muss jetzt notgedrungen die 8 Runden damit jetzt noch durchkommen. Ja, wobei ein Safety Car, dann spart er sich ja schon mal wieder 2-3 Runden, ne, wo er vielleicht geholt werden könnte. Ja, das ist richtig, aber er könnte, wenn er wirklich durchgereicht wird, nichts groß mehr reißen. Ja, das stimmt. So, Jan bei Bonek dran. Mit der neuesten schnellsten. Ja, Mission von Underdog. Eigentlich schnellstmöglich vorbei. Weil auch 6 Sekunden, also verliert so oder so die Position schon. Ja, wir könnten ja mal auch die Strafe bezahlen. Oh ja, Tatsache. Ja, die habe ich in die Frage. Ich hab die Reifen. Ja, dann kann ich hier die Calls immer raushauen. Oh, ich muss mal kurz mal setzen. Ja, das ist schon wieder zu viel. Ja, ich muss nicht mehr kurz. Was auch. Ja, ist. Anna noch lebt. Ist im Heck von Robert Geis. Eine mit genau gleich viel ERS. So, jetzt habe ich wieder Luft. Ja, und jetzt kann er doch will vorbei und will dann auch, Geist fährt sich auch nicht. Jetzt bitte seid vorsichtig, Jungs. Boah, macht aber Geist stark. Boah, holt sich dann eine Verwarnung. Ja, jetzt zieht er zurück. Ah, na, doch. Ah, es ist noch gut gegangen. Ah, also, nee. Jetzt ist er zu weit in O. Und das könnte der FG... Ja, und jetzt fehlt Efkel da auch wahrscheinlich. Oh, oh mein Gott! Oh, und jetzt kommt Basti auch noch vorbei. Macht nichts unüberlegt. Das ist ein Bonek. Oh, der haut sich einen Flügel da an. Ja, und Bonek wird jetzt da außen bleiben. Oh. Und jetzt ist das ERS. Ja. Boah, Verstappen fliegt von da hinten. Aber er hat 12 Sekunden. Es bringt eigentlich nichts für ihn. Weltklasse leider immer noch auf der 11, Netto P10. Ach, Meter. Meter schon 2,5 vorne. Ja, der wird. Denk mal, der wird Basti. Basti auf dem Weg zu P2. Und Bonnek auf dem Weg zu P3. Für Williams. Oh, das wäre wichtig. Aber wie gesagt, wir sind Williams diese Woche echt hart am Arsch. Aus, was es ist. Oh! Oh, Basti! Oh Gott! Und halt Bonnek mit! Nein! Oh! Ich dachte, er hat Bonnek doch mit, aber... Er hat ihn berührt, Basti, aber... Basti ist aber nicht raus. Nee, er lebt noch. Oh. Hat er Glück? Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr viel Glück und Unglück und Bonnek mit dem meisten Glück eigentlich. Ach, du meine Güte. Kann für ja, Basti da... wird das Rennen jetzt... Das Rennen ist gelaufen. Das Rennen ist durch. Wir haben es gerade noch gesagt, Basti auf... Weg. Und jetzt ist Bonek und jetzt, Jan. Ja, und die dürfen sich einfach jetzt keine Strafe holen, weil beide haben auch 2. Aber das hilft halt auch alles denen jetzt, die da vorne eine Strafe haben, weil das einfach eine Position ist, wieder ja. Besser ist. So, Bonek und Jan fighten halt jetzt on track um P2. F-Kill an Underdog vorbei.
Aber Geist kann sich immer halten. Ah, Train, was ich meinte, wenn man es schafft. Oh, und Geist holt sich die nächste Zeitstrafe. Bitter, bitter, bitter. Fällt damit auf 6 zurück. Meter hat noch 5 Runden vor sich. Und ist auch ein guter Weg. Der erste Pole und der erste Rennen sind in einem. Ja, Masi gegen Kevin und Niklas dahinter. Der kommt aber auch nicht so gut. Die drei haben alle 3 Sekunden. Kevin Evo davor 9. Ah, okay. 6 meine ich, nicht 9, 6. Das Wochenende könnte auch noch gut für Jan werden, was die WM angeht. Im Moment spielt auf jeden Fall alles F-Kill noch in die Karten. Er baut seinen Vorsprung weiter aus. Ja gut, ist jetzt gewinnt Punkte auf Weltklasse. Also, ja, und die 2 Punkte, die Jan dahinter war, hinter Weltklasse, macht natürlich auch gut. Ja. Ja, wobei, mit Jan wird das noch knapp mit Podium. Ja, vor allem jetzt, weil F-Kill sehe ich gerade. Oh, okay. Gerade waren es fast eine Sekunde jetzt um 18. Für Underdog. Weil ich glaube, wenn F-Kill da auch einmal raus ist, weil Underdog kein ERS mehr hat, ja, dann wird das schwer. Aber F-Kill hat auch nicht mehr wirklich viel. Weltklasse nochmal mit 3. Geist sieht das jetzt natürlich auch. Also die fighten natürlich noch gegeneinander, weil beide 6 Sekunden. Ja. Da geht's um P5 dann. F-Kill fastest lap. Ja, wieder jetzt, ist jetzt auch raus aus der Sekunde. Und wenn das jetzt so bleibt, dann wird's schwer für Jan. Gut, der muss ja sowieso an Bonnick noch vorbei. Wenn F-Kill muss jetzt vorbei. F-Kill wird da wahrscheinlich jetzt noch wegziehen. Underdog hat auch einen Fehler. Und die Kurve gar nicht. Die gar nicht. Ja, und Robert Geist halt mit deutlich mehr ERS. Er ist halt die Frage, wenn er jetzt vorbei muss, er vielleicht, um irgendwie noch eine Chance zu haben, dass er Clean Air hat. Spannende letzte 4 Runden. Und hier ist noch nichts entschieden. F-Kill an Meta dran. Also in der Sekunde zumindest. Ja, aber Meta hat deutlich mehr. Investiert jetzt auch und ist wieder raus. Wichtig. Oh. Sehr, sehr wichtig. Boah. Bonek, Jan, beide mit 40. Underdog. Wird er wieder vorbeigehen? Set zum Angriff an. Geist wieder außen rum. Davor auch schon und holt sich wieder eine Verwarnung. Ich glaube, das war unten überlaufen, oder? Ja. Ja. Natürlich bitter eine Warning plus unten überlaufen. Ja, und Underdog schon 2 Sekunden hinter. Ja. Also, F-Kill hat jetzt ab da 2 safe, denke ich mal. Ja, das ist safe. Die sind zu weit weg. Also Bonek ist gerade so noch drin. Ja, aber der wird natürlich jetzt krass aufgehalten. Ja, logisch. Jan natürlich auch und Jan muss an Bonek vorbei, um das Podium zu holen. Trotzdem das natürlich immens wichtige Punkte für F im Kampf in die WM. Macht gerade 17 Punkte auf Weltklasse gut. Bonek stand jetzt aus dem Podium raus. Aus P2 raus, Entschuldigung. Gelb. Und Basti, und da hat sich Niklas gedreht. Oh. Also Weltklasse, in dem Sinne. Hat aber den Punkt sicher. Kann vielleicht die Berührung gewesen sein, aber. Und Jan ist jetzt 2 Zehntel dran. Die Erstes müssen sitzen. Na, da war. Bonek hat auch nochmal 10% wieder mehr ERS, ne? Ja, aber Jan war die SS jetzt eben nicht so ganz nice.
Geist. Verstappen tut auch, ja, gut, der blinkt aber. Jetzt wird sich an und keine Power angehen. Stark ausgerufen. Ja, aber die halten sich auch. Oh, Verstappen! Schießt komplett geradeaus! Oh Gott! Ich hatte es leider nicht drauf. Ich habe nach hinten geguckt von Robert Geistig. Aber da kommt Masi dann wieder ran. Aber gut, er hat eh so viele Sekunden. Soll nur aufpassen, dass er nicht jetzt... Entschuldigung. Gesundheit. Ja. Aber Robert Geist muss jetzt eigentlich dahinter bleiben, weil wenn er jetzt vorbeigeht, dann wird Underdog wahrscheinlich nächste Runde einfach wieder vorbeigehen. Wie ist jetzt die ganze Runde? Bin ich noch mal gespannt, wie es Jan und Bonek machen. Weil Jan muss vorbei. Ja, er muss. Er hat sonst keine andere Chance. 15%. Ich lasse jetzt die Strafen auch offen. Vorne tut sich wahrscheinlich auch nichts mehr, weil Meta zwar noch 10% mehr ES hat, aber die Runden gehen jetzt einfach. Das Rennen wird jetzt gleich einfach zu Ende sein. Edfield ist dann leider zu weit hinten. So, Jan. Jetzt oder nie? Oh, aber Bonnick im Sprung mit. Macht er gut? Mach ERS aus, es nutzt nichts. Ja. So, nimmst du die nächste mit. Ja, Bonnick hat aber auch doppelt so viel. Ja. Und Robert Geist macht auch schlau, bleibt dahinter. Masi gegen Kevin Evo. Da ist er auch vorbei. So, wir bleiben vorne, die letzte Runde. Nochmal Spannung. Meter 2 Sekunden vor FG, da wird nichts mehr passieren. Bei Geist und Underdog geht es noch um Platz 5, wer von denen, die werden natürlich von Bonnick und Jan überholt, und bei denen, Bonnick und Jan, geht es um Platz 3, weil sich FG stark nach vorne abgesetzt hat. Oh, Robert Geist geht jetzt schon vorbei, das ist nicht so clever, das ist nicht so schlau. Oh, nebeneinander. Und Underdog holt sich die neuen. Ja. Gut, das hat jetzt sowieso nichts mehr ausgemacht. Damit ist Robert Geist auch so vor Underdog. Ja. Aber das hilft Jan jetzt nicht, weil Like Warning ist direkt. Aber natürlich jetzt auch, wenn da nur noch zwei Verwarnungen hat, jetzt keine mehr holen. Da war eine Verwarnung, glaube ich. Wir springen gleich zu den Führenden, aber erstmal hier. Boah, Jan, ja, nee, ich glaube nicht, dass das wird, oder? Die letzte war gut. Aber Bonnick hat so viel ERS noch. Ja, Jan blinkt jetzt auch. Bonnick macht einfach nicht, bleibt dahinter, macht das schlau und Geist halt auch nicht dagegen. Oh, da gibt's erst die Berührung. Wir gehen kurz und zum Geist Meter. Dreht sich nicht. Oh. Wir müssen kurz zum Meter. Oh, Bonnick schießt rein, Bonnick dreht sich. Bonnick, gerade in dem Moment, wo ich weggehe. Gerade da, wo ich weggehe. Jan somit auf der 3. Ist das bitter, aber warum sticht denn Like Bonnick da so krass rein? Ich hab's echt nicht gesehen. Mann, das ärgert mich jetzt. Oh, das war jetzt nicht so schlau. Wer ist denn überhaupt über Fahrer des Tages? Also von den. Das ist für mich Jan, der ist von 10 auf, sie, auf die 3. Ja. Ja, ja. Also können wir uns das eigentlich sparen. Okay, ja, ja. Ja, Underdog zwar mit 6, aber naja, Jan, warte mal. Meine Fresse, Alter. Hast Bonnick noch geholt. Warum gehe ich da weg? Ja gut, um Sieger zu zeigen, logischerweise, weil er es verdient hat. Aber, ah. Und Basti. Ja, gebrauchtes Rennen wieder für ihn. Schade, war so viel mehr drin. Er dreht noch Donuts. Ja, die Sekunden nehmen wir mit. Für die Screen Time. Hallo, Luke? Es geht bei dir. Das ist auch ganz schön. Frech. Erstmal ein Timeout. Benutze ein Timeout. Oder? Erstmal Timeout. Mit dem roten für 5 Minuten. Mit dem roten Knopf. Wär's mit dem roten Knopf. Ja, wir gratulieren dem Podium. Ja. Meter, starkes Rennen von Anfang bis Ende. Und Jan rettet die Nicht-Zeitstrafe.
Gut, auch wenn er eine gehabt hätte, wäre auf der 3 gewesen durch Roberts gleich 6 Sekunden. Aber da ist die Konstant, die ich bei Jan vor dem Rennen angesprochen habe. Ich lade dann mal die Dry ein. Hallo, könnt ihr mal aufhören, von diesem Mr. Prime hier die ganzen Emojis zu senden? Der Typ hat mich gebannt, nur weil ich die Wahrheit gesagt habe. Ich würde noch viel mehr sagen, wenn man das hier dürfte, aber dann werde ich hier gebannt. So, ich zeige einmal kurz die Rennleitung für euch dann. So, wen haben wir denn hier? Meta? Jan und Efkel, genau. Hab Efkel, hab ich auch, ne? Der war blöd. Dazu Not suche ich mal gerade. Also ich füge die schon mal ins Leben. Also Efkel hast du nicht gelassen? Ja, ich guck mal kurz, aber ich glaube nicht. Ich müsste ihn haben. Ne, Tatsache, ich habe ihn auch nicht. Ja, wie wird er denn geschrieben? FK-97. Ach, alles groß. Ah, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ah, ja, gut, okay. Wunderbar. 97, ne? Ja. So, wir wollen was machen. Machst du 3-1, ich 2? Ach, oder? Mach du 3-1, ich mach die 2. Ist gut. Ah. Ich habe ja das Interview eben gemacht. Darfst du jetzt. Ah, ja. So. Wir warten dann dementsprechend noch auf die Protagonistin. So sieht's aus. Fehlt noch, es fehlt noch Meter, ist da, Jan ist da. Ja, ansonsten kannst du eigentlich ruhig schon mit Jan anfangen. Mach ich, wenn ich das darf, an guten Platz 3 mit Jan. Ja, moin. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem P3 vom Platz 10, auch gleichzeitig von Marc und mir, Fahrer des Tages. Ja, erstmal, ich weiß nicht, wenn du anfangen willst mit dem Qualifying oder was da los war, Vollregen. Hat dich das eher erfreut oder eher nicht? Wir sind ja ein bisschen mal zusammen gefahren, Quali, da war es ja ganz okay im Trocknen, aber im Regen. Wie war es da so für dich? Im Regen war ich sogar besser, muss ich ehrlich sagen, weil im Trocknen habe ich keine vernünftige hinbekommen. Die waren die Jungs alle meilenweit schneller. Und die Zeiten waren okay und dann im letzten Run war ich 8/10 schneller, habe einen Quersteher, fang den wieder auf den Körb, von der Strecke natürlich, ungültig. Ja, das wäre glaube ich P4 oder P5 ja, gewesen. Wir waren drauf, ja. Ja, dann hätte ich das Rennen vielleicht auch anders gestalten können, als jetzt hinten raus, weil das hatte ich mich schon ein bisschen die Zähne ausgebissen an Kevin, an Gehirnfeudel, kam ich ziemlich zügig vorbei. Dann war aber auch Bonek und Basti, die hatten DRS und ich war, glaube ich, eine Sekunde oder zwei dahinter. Du hast keine Chance ranzukommen, die ziehen immer weiter weg. Also, das war chancenlos. Hat ein paar gute Duelle mit unserem Max Verstappen gehabt, das war nicht schlecht, aber sonst. Ohne Safety Car wäre das vielleicht P8 oder sowas gewesen. Ja, aber sieht man ja dann wieder, deine Konstanz, dass du keine Strafe bekommen hast. Uns hat auch ein bisschen gewundert, dass kaum welche, beziehungsweise nur zwei Leute auf die Mediums gestartet sind. Einmal Meta und ich glaube Underdog hinten waren das. Wolltest du auf Soft oder ich hast du gepokert und vielleicht dran gezittert, dass vielleicht ein früher Safety-Car kam? Hinten raus hat sich ja dann herausgestellt, dass das mit dem Medium-Start deutlich besser gewesen wäre. Ja, ich habe auch erst auf Medium gestellt und gehofft, dass die anderen gucken, dass auch viel auf Medium gehen und ich schnell wieder auf Soft gehen kann. War leider nicht der Fall. Ja, wie gesagt, kam dann relativ gut durch, weil meine Sorge war, ich hatte erst gedacht, jetzt kommt vielleicht Runde 4, 5 ein Safety Car. Das wäre dann auf den Mediums, weiß ich nicht, wäre schwierig gewesen. Ja. Aber
Wo du sagst, hier keine Strafe. Ich hatte, glaube ich, in Runde 6 oder 7 schon zwei Verwarnungen. Und da hatte ich in Cops immer so eine Angst gehabt. Und ja, gut. Dann hatte ich gesehen, dass Underdog und Robert dann 6 Sekunden Zeitstrafe hatte. Wusste ich, okay, die hasste. Und dann Basti sagte mir, dass F-Kill auch 3 Sekunden hat. Ich dachte, der ist da vorne auch noch. Dann irgendwann sehe ich auf der Karte, wie er immer weiter wegfährt und weiter wegfährt. Und ich kam an Bonnet und an den anderen beiden nicht vorbei. Ja, der DS-Train, keine Chance. Ich habe es immer mal wieder versucht, hatte manchmal einen besseren Exit als Bonnick, aber da kommst du nicht vorbei. Solange der DS hat, keine Chance. Ja, und dann am Ende sehr oft auf euch tatsächlich drauf. War auch hinten raus natürlich das Spannendste, Kampf ums Podium. Als dann F-Kill da durchkam und weggezogen ist, ging es halt nur noch um P3. Du gegen Bonnek, weil ja Robert Geist und du hast angesprochen und Underdog Zeitstrafen hatten. Aber du hattest halt leider immer ein bisschen weniger ERS als Bonnek, aber war dir am Ende wahrscheinlich dann auch egal, als er sich gedreht hat. Und das wäre wahrscheinlich, wenn sich Basti dann nicht gedreht hätte, das Doppelpodium gewesen. Aber so erstmal P3 nimmst du, glaube ich, mit vom Platz 10. Auf jeden Fall. Wie gesagt, nochmal an Bonnek. Tut mir leid für ihn, dass er da so doof gedreht wurde. Podium hätte er sich, glaube ich, verdient gehabt. Aber wie gesagt, mit DRS ging es nicht. Ich habe es dann teilweise woanders, so also vielleicht vor Kops, vielleicht eine bessere Beschleunigung zu kriegen oder in Kurve, was ist das, Kurve 3 vielleicht reinzubremsen. Aber da war ich nie nah genug dran, um da wirklich einen Angriff zu starten. Und wenn, dann wäre das gewaltig in die Hose gegangen. Deswegen, Platz 3 nehme ich mit, verliere leider nur 3 Punkte auf F-Gil, damit kann man leben. Ja, und hast jetzt auch Platz 2, wo du es nochmal ansprichst, in der WM übernommen, dadurch, dass Niklas, ich glaube, 10. am Ende nur wurde, durch die Neunter. Dreier noch am Ende. 9. sogar, Fünf. okay. Keine Ahnung, weiß nicht. Ja, ich denke mal, gut reingekommen. War jetzt das erste Rennen nach der Sommerpause oder nach der Hälfte der Saison. Da ist, denke ich, noch nichts verloren nach vorne hin. Auf jeden Fall. Nochmal Glückwunsch an die anderen beiden. Starkes Rennen von euch. Und wie sagst du dann noch nächste Woche, Saudi? Wenn ich mitfahren kann, dann sage ich, okay. Mehr sage ich dazu nicht. Gut. Es ist Lass, die lass, lassen Strecke. wir Die das mal so Strecke. offen. Ja. Lassen wir das mal im Raum stehen, das ist okay. Ja, ne, ist eine coole Strecke, macht Spaß, aber ich bin nicht schneller. Das ist das Problem. Und da holst du dir ruckzuck Zeitstrafen. Also wer da strafenfrei durchkommt, Respekt, dem spende ich eine Kiste Bier. Ja, kannst du für 24 Stunden direkt einplanen. Alle einmal anstrengen. Habe ich gehört. Ja gut, dann von mir, ich weiß nicht, ob Marc oder du noch was sagen willst, Jan? Nö, ich hab nichts mehr. Nee, lass mir Opa schlafen. Na gut, na dann. Nee, Jan, gratuliere. Stark hinten rausgefahren. Auch mal da sein, wenn die anderen patzen. Ich sag's immer wieder. Und dann auch mal die Punkte mitnehmen. So sieht's Danke. aus. Gut, dann dir noch einen schönen Abend. Ja. Ja, euch auch. Jo, Danke danke. sehr. Tschüss, tschüss. So, F-Kill hat Red Bull, ne? Jo. Ja, so. Ja, dann kommen wir auch zu dir. Gratulation zu P2. Ich hatte es vorher angeteasert, der Dreikampf vorne und die WM. Er hatte heute wieder einen kurzen Höhepunkt. Im Endeffekt hast du dich vorne durchgesetzt und hast wichtige Punkte wieder mitgenommen und vorne die Führung ja, gefestigt, möchte ich sagen. Erzähl mal von deinem Rennen heute. Ich habe mich echt auf die Strecke gefreut. Und hätte mich eigentlich auch auf ein trockenes Quali gefreut. Ich hätte lieber Regen im Rennen gehabt sogar. Ja, war dann hinterher P5, meine ich, im Quali. Und wollte dann halt einfach nur alle durch die ersten zwei Runden kommen im Rennen. Und so viele Punkte mitnehmen, wie es ging. Und dass ich jetzt auf P2 dann stand, wäre ich nicht von ausgegangen. Ja, erzähl mal so ein bisschen. Wir hatten so ein bisschen das Fernduell mit Meta noch auf dem Schirm, dann noch der Fight mit Robert Geist die ganze Zeit. Wobei das ja dann schnell erledigt war durch die 3 Sekunden, beziehungsweise am Ende 6 Sekunden, die er dann hatte.
Was meinst du, ohne das Safety Car, wenn Meta ganz normal auf seinem Soft hätte fahren müssen, was wäre da drin gewesen? Schwierig. Ich glaube, ich hätte ihn dann noch bekommen. Glaube ich aber nur. Weil, keine Ahnung. Also ihr habt virtuell immer weiter aufgeholt, also du wärst auch virtuell bei der Boxenausfahrt vor ihm gewesen, aber Ja. hättest ihn auch vor dir halten können? Weiß ich nicht. Hinter dir, meine Also, ich. Ja. hier so ein frischer Satz Reifen, der bringt schon sehr viel. Und wenn du dann so abgenudelte Mediums hast gegen frische Softs, machst du auch nichts mehr. Ja, was sagst du zu Robert Geis Strategie, nicht in die Box zu gehen bei dem Safety Car? Ja, war leider ein Fehler in meinen Augen. Er hätte auch mit reingehen sollen. Dann hätte der da nochmal ganz andere Chancen gehabt, vor allem gegen Underdog. Und Aber er Rennpace hatte er. hat sich trotzdem mit den Mediums gut gehalten, muss ich sagen. Ja, klar. Ja, nichtsdestotrotz, starkes Ergebnis am Ende. Wie gesagt, Führung gefestigt. Gehst du mit als Tabellenführer in Saudi rein? Was können wir da von dir erwarten? Oh, ich hoffe Punkte. Echt so schlimm? Ja, ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Hört man immer wieder irgendwie. Ja, du bist halt, holst halt wirklich sehr schnell Flügelschaden oder Zeitstrafen. Und ja, viel Platz ist da jetzt auch nicht zum Überholen. Das stimmt, eine reine Highspeed-Strecke und ein Fehler kostet dich dann wahrscheinlich das ganze Rennen. Nichtsdestotrotz, von meiner Seite habe ich keine weiteren Fragen mehr. Colin, du? Nee, soweit nicht. Wie gesagt, also ich nochmal stark rangekommen an Ende an Meter, aber hat dann leider nicht mehr gereicht. Ja. Dennoch Glückwunsch zu Platz 2. Danke. Genau, in diesem Sinne einen schönen Abend, schöne Restwoche und falls wir uns nicht mehr hören, wir sehen uns spätestens am Freitag nächste Woche. Richtig. Okay, Macht's gut. mach's gut, Ciao. ja. So. Na gut. Dann übernehme ich mal den Rennsieger Meta. Labend. Abend. Tja, warte mal, was hat der Meter Erstmal für ein nochmal. Auto? Nochmal blöd gefragt. Alpha Tauri, ne? Tauri. Ja, okay. Ja. So, nochmal herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 als auch zur ersten Pole und zum ersten Rennsieg diese Saison. Danke, danke. Würde auch sagen, gut reingestartet in die zweite Saisonhälfte. Dein Rennen war ja eher relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen entspannt, aber du hattest jetzt nicht so viel Druck. Als auch im Qualifying. Natürlich. Also, wahrscheinlich hatte ich jetzt weniger Druck, als ich mir vielleicht selbst gemacht habe, aber nachdem ich zum Beispiel einen Start versemmelt habe, habe ich mich irgendwie ein bisschen zu sehr verrückt gemacht. Also, auch zu sehr gepusht und ein paar dumme Fehler gemacht, die mich dann frustriert hatten. Und am Ende vom zweiten Stint war es halt mit Efke sehr spannend, weil ich glaube, also die Softs waren halt nicht unbedingt mein Lieblingsrennreifen. Deswegen war auch der Medium-Start für mich die bessere Wahl. Ich habe mit Überhitzen zu tun gehabt, habe auch extra die Drücke ein bisschen reduziert gehabt. Irgendwie musste ich das, wollte ich nicht, aber musste ich. Und ja, er hat dann einmal, glaube ich, habt ihr es gesehen, auf irgendwie 1,2 schon rangegained und Ja, war auch einmal drin in der Sekunde. das war ziemlicher Füller für mich. Hat dann noch irgendwann eine Strafe und irgendwie ein oder zwei Verwarnungen. Und man kennt ja die Zitterfinger dann in den schnellen Passagen da Meckets und Baggetts, wo man immer hier den einen Korb und den anderen Korb auch immer ankappen muss. Ja, wie gesagt, vielleicht nervöser gemacht, als man musste, aber war schon ziemlicher Füller im Cockpit. Ja, dennoch muss man ja sagen, wie gesagt, also Qualifying war ja kein Problem. Da war es ja eine halbe Sekunde vor Platz 2. Dann im Rennen konntest du dich ja schon gut ranhalten mit den Mediums. Und dann sind alle reingegangen und du fuhrst weiter. Und Marco und ich haben uns irgendwann so ab Runde 14, 15 gewundert, warum du noch nicht reingefahren bist. Hast du auf einen Safety Car spekuliert oder war das einfach Glück in der Runde, weil du dann da eh vielleicht rein wolltest? So ein bisschen von beiden. Also ich wusste, Silverstone und generell Liga 2 ist anfällig für spätere Safety Cars. Aber für mich persönlich habe ich mich auch ein bisschen wohler gefühlt mit dem Overcut. Und
Ich habe das auch verglichen, so ein paar Stims. Und für mich persönlich war es ein bisschen besser, auch gerade gegen Ende hin, wenn ich die leicht frischeren Softs habe, weil der Medium halt auch für mich besser funktioniert hat, dies, das und der Soft überhitzt und dann mit weniger Benzin und so. Und dann wollte ich so, ich glaube in der Runde oder in der nächsten ungefähr rein. Also eine früher als bei meinem spätesten Overcut war es, glaube ich. Aber ja, sonst hätten die, glaube ich, vorne ein bisschen zu sehr gegained und ich habe halt auch immer gerechnet mit Bonek und Basti. Die waren ja auch auf Mediums und die hätten mich irgendwann gettet und ich wollte maximal, was auch scheiße ist, Dritter am DRS-Train sein. Ja gut, und dann. Ich sag ja, wir brauchen den Circle of Doom. Ja, den brauchen wir. Ich habe ihn nicht mehr zu Ende bekommen, als ich nach Hause kam mit dem Basteln. Macht ihr nicht hier Gap zum Leader und dann Doch, irgendwie haben, Late haben wir doch, gemacht. haben wir Du wärst irgendwie 3-4 Sekunden hinter Platz, also hinter, wer war das? F-Kill und Robert Geist, glaube ich, Ja. rausgekommen. Das war auch Ja. meine Hoffnung. Ja, und Also, dann. ja. Ja, sag's doch. Nee, sag's doch. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, ein bisschen Luck hatte ich natürlich, aber irgendwie, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es irgendwie so gewirkt hat im Stream, als wäre es so quasi ein gröberer Schnitzel gewesen, aber ich glaube bei mir, also ich habe mich mit der Strategie relativ wohlgefühlt, ist natürlich dann die Sache, ranfahren ist das eine, überholen ist das andere, wenn beide DS haben. Deswegen glaube ich schon, dass das mir ziemlich geholfen hat, aber unmöglich wäre es glaube ich auch nicht gewesen. Ganz kurz, was meinst du mit gröberer Schnitzer? Vielleicht hat das Vögelchen das auch nur falsch wahrgenommen. Grüße gern raus, aber irgendwie kam das so rüber, als wäre es quasi schon mit der Strategie irgendwie fast unmöglich vorbeizukommen. Quatsch, nein. Wir haben ja am Anfang extra die Strategien angesprochen, egal wie rum. Also kann ja so und so ausgehen. In dem Fall war ja bei dir alles richtig. Gut, Also. dann habe ich das missverstanden. Mein Ja. Fehler. Ja Das gut, Vögelchen dann. kriegt einen Timeout. Ich kann mir sogar, glaube ich, vorstellen, wer das war. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Nee, Spaß. Ja, und dann, ich denke mal, war für Marc und mich klar, als du dann, oder als das Safety Car dann reinkam und du vor Robert Geist, der draußen geblieben ist, rauskamst, dass das schon der, ja, nicht sichere Sieg war, aber schon sehr gute Anzeichen dafür gab. Und dann hast du es ja auch hinten raus souverän zu Ende gebracht. Klar mit der Zeitstrafe, aber hattest ja noch so viel ERS mehr als F-Kill. Da wäre, glaube ich, nichts mehr angebrannt. Jo, also FK hat auf jeden Fall eine gute Pace. Aber ich wollte an der Stelle nochmal sagen, ja, unglücklich für Robert, Basti und so natürlich. Also auch Bonek hatte natürlich Pech in dem Rennen und alle hatten einen sich, also die ich in meinem Fenster, man hat ja immer so die Position hinter einem gesehen, gute Pace und hat auch Max Verstappen zum Beispiel schnellste Runden gesetzt. Also das war schon echt ziemlich competitive diese Woche. Ich weiß nicht, ob es an der Strecke liegt, aber ja, Robert zum Beispiel, ich glaube, der hat über eine Runde zum Beispiel eigentlich mit, also Raw Pace, die schnellste Pace und dann vielleicht, wenn das mit dem Pech und ein paar Entscheidungen noch wird, dann ist er bestimmt Liga 1 Kandidat und ja, Basti hat eigentlich hauptsächlich Pech, würde ich mal sagen und ich würde noch sagen, Efkel und Jan haben halt dann ein bisschen noch die Konstanz. Ich würde sagen, Efkel ist so bisschen von beim, von der Pace und der Konstanz. Aber wird am Ende bestimmt noch spannend. Und ja, Kopf nicht hängen lassen. Ich glaube an die, die kommen auch noch zurück. Positive Message am Ende. Ja, wie ich denke, wir freuen uns auch drauf. Und dann die letzte, ja, unübliche Frage. Nächste Woche, Strecke unbekannt mit Saudi-Arabien. Wie liegt sie dir? Also, wenn ich mir dieses Mal schon Kopf über meine Fehler mache und frustriert bin, dann kann das in Jeddah ja schon was werden. Ja, also Jeddah ist eigentlich absolut nicht meine Strecke. Gerade am Controller, so im ersten Sektor, da kannst du dir Haare ausreißen manchmal. Also das ist ja echt
Echt shit. Ja, da muss der Flow laufen. Ich glaube, also mit den Mauern, potenzieller Schaden, Strafen, überhitzende Reifen kann auch mal ein Problem sein. Ja, Überleben wird auf jeden Fall das Ziel. Wird schon. Schaffst du irgendwie. Yes, das ist der Spirit. Ja. Ja gut, dann weiß ich nicht. Von mir nochmal herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, zu erst Pole und gleichzeitig auch zum Rennsieg. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ja, das Vielen Dank. wunderbar. ich hätte dann nichts mehr. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich kann, wie gesagt, nur allen gratulieren auf dem Podium. Explizit Ja. Meta, der das Ding heute wegdominiert Souverän. hat, möchte ich mal sagen. Sehr souverän. Und mir bleibt nichts zu sagen, als auch viel Glück für nächste Woche zu wünschen. Danke, danke und auch fürs Kommentieren. Ja, sehr Und gerne. kein Thema. wenn ihr morgen fahrt, dann euch auch morgen. Jo, vielen Dank. Jo. Haut rein. Mach's gut. Ciao, ciao. So, ja, dieses spannende Rennen hat sein Ende gefunden. Und ich finde, spannender hätte es am Ende auch irgendwie nicht sein können. Nee, gerade auch noch mal die Aktion mit Bonek. Ja, ich war nicht drauf. Ärgert mich. Ja, ist wie es ist. Ja, fassen wir das Rennen zusammen. Meta, wie gesagt, hat alles dominiert. FK hat seine Führung ausgebaut. Jan hat maximalste Schadensbegrenzung betrieben. Weltklasse, ja, heute ein bisschen enttäuschend. Basti mit ganz viel Pech. Bonek mit mehr Glück konnte nicht haben. Mit dem Unfall dann. Also da habe ich echt noch mehrere Autoteile eigentlich fliegen sehen. Aber es war dann Gott sei Dank nur eins. Ja, mehr kann ich zu dem Rennen eigentlich nicht sagen. Nee, war spannend, hat Bock gemacht zu kommentieren, muss Ja. man sagen. Ja. Denk mal, nächste Woche wird das nicht anders auf, ja, nicht 1 zu 1 Strecke, weil es halt Stadtkurs, aber auch schnelle Kurven, DRS-Train. Vom Prinzip her dasselbe. Das ist richtig. Mir bleibt nur noch zu sagen, morgen 21 Uhr schaltet ein, auch wenn ich eigentlich eher sagen müsste, schaltet bei der SGE ein. Schießt euch in die Champions League, egal wie. Auch mal zwei Colin, Monitore aufstellen. der zweite steht hier. So viel kann ich nur sagen. ja. Colin, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Kein Thema. Ja, gebe ich gern zurück. Und ja, ich hoffe, wenn wir uns auf der Strecke sehen, dann nicht like Monster. Ich hoffe doch mal. Kriegen wir schon hin. Ansonsten Bitte. allen anderen vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und macht's gut. Schön, bis die Tage.